Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück in den goldenen 20er Jahren bei Transport Fever 2. Wir werden heute ein paar Sachen machen, und zwar das eine ist, wir werden uns mal der Nebenmission widmen. Lackiere die Busse von mindestens 5 verschiedenen Linien in unterschiedlichen Farben. Was, glaube ich, bedeutet, ich weiß nicht genau was. Genau, Linie 1 ist noch nicht vorhanden. Vielleicht müssen wir hier einfach die Linienfarben ein bisschen ändern. Lackiere die Busse in verschiedenen Farben. Verstehe nicht genau, was das bedeutet. Kann man die irgendwie speziell lackieren? Der hier. Kann man da irgendwie Details, Fahrzeug verwalten? Fahrzeug klonen? Wenn ich ein Fahrzeug kaufe, vielleicht muss ich ja dafür extra eins kaufen. Ich kaufe jetzt mal so einen Bus. Farbe für alle Fahrzeuge ändern. Oh. Okay. Moment. Du wirst wieder verkauft, weil die brauchen wir jetzt gerade nicht. So, hier ausbilden, ne? Oh. Okay, die sind jetzt der Ausbildner, der ist jetzt so blau. Die hier sind jetzt die Grüntöne, wobei wir machen, ja doch, wir machen die einfach in den Farben, wo sie hier Ding sind. Hurra! Viele bunte Busse kurven munter durch den mittleren Westen und keiner weiß, dass sie alle zu ein und derselben Gesellschaft gehören. Das war werbetechnisch wohl nicht so schlau. Wow. Geil! Alles für'n Arsch. Okay, dann lackieren wir halt alle mal so. Hier so. In der Farbe. Ein Weinrot ist das, glaube ich. Ah ja, und die müssen wir jetzt natürlich auch. Deine Busse erkennt man schon von Weitem. Ihre Farbe steht für beste Qualität. Corporate Identity nennt sich sowas. Okay, das war jetzt eine wirklich kleine, komische Aufgabe, die einem vielleicht nur dieses Feature mal zeigen sollte. Aber alles klar, Alter, wir haben echt hier relativ gut. Wir brauchen echt mehr auf der Road. Wir brauchen auf allen Linien mehr Busse. Wir brauchen auf allen Linien deutlich mehr Busse. Von unserem zentralen Fahrzeugdepot. So, kaufen wir mal, würde ich sagen, einige. Natürlich lackieren. 1, 2, 3, 4 kommen auf die Eclair. 1, 2, 3, 4 kommen auf die Lacre. Und nochmal 4 kommen auf die nach Roche. So, die Busse verfügbar. Ja, das Ausbilden wird ja weitergemacht. Aktuell hier. Aber so viele LKW brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Weil wir ja hier die Baumaterialien. Baumaterial. Asphalt. Asphalt ist sollte relativ leicht sein. Wo ist eigentlich die Straßenmeisterei hier von Minneapolis? Oder ist Minneapolis schon so geil und St. Pauli, dass sie das gar nicht brauchen? Weil es gibt offenbar diese drei Straßenmeistereien. Okay, also den Asphalt.
Arbeiten wir da jetzt mit Zügen oder mit LKWs? Ich wollte zwar eigentlich mit Zügen arbeiten, aber wir sind hier so eine Straßenorganisation, sage ich jetzt mal. Dass es jetzt, glaube ich, echt sinnvoll wäre, hier das alles mit LKWs zu machen. Ich habe hier sogar schon LKWs. Habe ich auch schon die Linie? Nee. Okay, also wir brauchen mal... Wobei, theoretisch... Moment, wir brauchen... Wir müssen den Asphalt hier, hier, hier und hier rüber. Wir brauchen den Stein. Von wo? Wo kommt der Stein her? Von da nach da. Von da nach da und von dort dann da. Ah ne, Baumaterial. Moment, gibt's doch nur die beiden? Straßenmeisterei. Das ist eine Baumaterialfabrik. Es gibt nur die zwei Straßenmeistereien. Na, dann wäre vielleicht ein Zug schon sinnvoll. Oder nein, wisst ihr, wie wir es machen? Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Und zwar folgendermaßen. Nämlich. Straßen. Veränderung. Ja gut, den ganzen Teil würde ich ehrlich gesagt nicht gern so verändern. Dann machen wir es von mir aus eher so. Und zwar folgendermaßen. Wir machen hier eine Abzweigung hin. Wir machen eine Mischung. So hier durch. Und zwar so. Ein bisschen kürzer. Und zwar jetzt so. Okay, nee, dann machen wir die lieber hier erstmal auf den Hügel drauf. Und jetzt hier rüber. Und dann machen wir hier so. Verbessern das auf eine zweispurige Straße bis hierher. Und jetzt machen wir normal eine zweispurige Straße von hier noch daher. Hauptsächlich für die LKWs. Beziehungsweise können wir das dann vielleicht... Ne, das geht dann auch nur so. Macht aber nichts. Passt schon so. Es ist halt hier so eine sehr große Kreuzung. Und ja, da kommen die LKWs mal mit dem Baumaterial hierher. Mit dem Asphalt. Und jetzt machen wir hier... So, oben über La Crosse drüber. Hier Bahnhof. Und von da dann hier. Und da drüben. Also machen wir hier so ein Dreieck. Das Asphalt kommt dann von hier nach da. Und das Ding kommt von hier nach da. Genau, so machen wir das. So, Gebäude. Güter. Machen wir mal einen normalen Bahnhof. Sicher ist sicher. Nee, warum Kopfbahnhof? Normaler Bahnhof. Wobei hier ein normaler Bahnhof ist echt so ein bisschen unnötig. Weil da reicht ein Kopfbahnhof. Außerdem können wir den dann besser hier nach drüben ausrichten. Weil der muss ja... Weil nee, der muss das hier rüberführen. Und hier, also der muss aus beiden Richtungen beliefert werden. Aber wir können den nicht hier so hinmachen. Hier so hinmachen geht nicht.
Der muss schon bei einer Straße sein. Aber wir können ihn hier so hinmachen. Wobei, bringt das irgendwas? Ja doch, hier rüber geht der dann relativ geschwind und wir müssen den Wald da nicht abreißen. Okay, das schaut echt ein bisschen weird aus. Es muss ich sagen, schaut echt schon ein bisschen weird aus hier mit dem. Kann ich da mit dem Terrain-Tool wahrscheinlich auch nicht so viel geil machen. Nein, aber das passt schon. Ist schon okay so. Okay, na dann. Brauchen wir auch nochmal einen Güterbahnhof. Und zwar sagen wir auch einen Kopfbahnhof. Hier drüben. Bei der anderen Straßenmeisterei. Und von da geht er schön hier rüber. Und dann hier so rüber. Und jetzt geht er auch noch Güterbahnhof, zweigleisig. Und da werden wir jetzt Folgendes machen, um so ein bisschen das hier besser zu machen. Hä? Warum geht denn der da hoch? Okay, macht nichts. Aber hier auf jeden Fall. Nee. Dass dann hier der Bahnhof anschließt. Der finde ich ganz sinnvoll. Von da drüben nämlich hier so rüber, weil so rüber könnten wir dann so ein Doppel, also von so und dann so, aber das ist nicht so clever, glaube ich. Dann machen wir es lieber so. Hier müssen wir dann ein bisschen Hartmann-Terrain verbessern. Damit das nicht so ganz beschissen aussieht. Noch größer können wir es leider nicht machen, aber ja, mit den Gleisen wird das dann schon ganz okay ausschauen, sage ich jetzt einfach mal. So, wir können erstmal die eine Linie in den Betrieb nehmen, dass da schon mal ein bisschen Stuff hinkommt. Und zwar, das ist der Asphalteur. Das machen wir natürlich schön grau, wie Asphalt halt ist. Und zwar von hier, St. Paul Nord, von mir aus, nach hier drüben. Beziehungsweise nach, benennen wir es Asphaltfabrik bis Straßenmeisterei, nenne ich mal STM. Nord? Wo ist das denn Nord? So rum ist richtig, oder? Ich glaube, oder ist so rum richtig? So rum ist richtig. Das heißt, das wäre dann nicht Nord, sondern... Wobei, nennen wir es auch Claire. So. Nach Claire Straßenmeisterei. Und da brauchen wir jetzt schon einige Fahrzeuge für. Und zwar die Brötchen-LKWs. So, schauen wir mal, wie geil die dann sind. Wie viel haben die eigentlich Kapazität? 8. Und die sollten jetzt anfangen mit der Produktion. Also die Produktion ist schon gut da. Oh ja. Oh ja, da kommen schon die ersten. Na, schauen wir mal. Gut, dann bauen wir weiter. Mit den Gleisen. Wobei, nee, halt einen Bahnhof brauchen wir noch. Und zwar Güterkopfbahnhof eingleisig hier drüben bei den Steinen. Alter Schwede, okay, das hier ist...
Okay, da müssen wir jetzt einiges machen. Bei denen... Nein, ich weiß nicht, ich kann den jetzt... Wie kann ich mit Alt? Ich kann den so minimalst drehen. Aber das hilft mir halt nichts. Ist hier nach drüben wirklich so viel geiler? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist hier schon so ganz okay, sag ich jetzt mal. Okay, wir müssen jetzt hier ordentlich mit dem Terrain-Tool arbeiten. Sonst schaut das jetzt hier ganz furchtbar aus. Ich weiß, das Call geht gerade richtig ins Geld. Aber sonst schaut das halt echt grausam aus. So, verbinden wir erstmal die beiden, die, glaube ich, relativ leicht zu verbinden sind. Und zwar hier und hier drüben. Oh, das ist automatisch elektrifiziert. Und wie schaut es überhaupt bei unseren... Ach scheiße, dafür brauche ich erstmal Schienen. Okay, dann mache ich es mal nicht mit Oberleitung. Wobei, das hat ja alles Oberleitung. Komm, wir werden sicher Oberleitungszüge brauchen. So, jetzt von hier weiter gerade. Ist jetzt hier eh kein so unschöner Knick drinnen. Doch. Ein richtig unschöner Knick. Jetzt ist es deutlich angenehmer. So, da. Und jetzt brauchen wir hier einmal drüber. Über. So, dass es möglichst noch schiffbar ist. Genau so. Jetzt ist hier Kollision mit Straße, okay. So ist es schiffbar und keine Kollision mit Straße. Weil so besonders schön schaut das hier nicht aus. Da würde ich sagen, gehen wir noch mal ein Stückchen zurück. Machen dann von hier aus. Ist, glaube ich, sinnvoller. So ist noch nicht schiffbar. So ist es schiffbar. Aber die Schiffbarkeit wäre schon halt, glaube ich, gut, wenn wir die erhalten könnten. So, wir machen jetzt mal hier Folgendes. Und zwar, wir drücken auf Ja, und damit das jetzt hier nicht so komisch ausschaut, reißen wir hier nochmal ein Stückchen ab und machen den Teil hier neu. Dann haben wir eine angenehmere Ansteigung. So, da, genau. Und von hier aus können wir, glaube ich, relativ straight connecten. Da brauchen wir auch nicht großartig mit hoch oder runter irgendwas machen. Das ist eigentlich nur hier einmal gerade so rüber. Easy going. So, der Ausweichgleis werden wir hier hin... Wobei... Ich weiß gar nicht, ob wir einen Ausweichgleis brauchen oder ob wir dann nicht nur einen Zug machen. Aber was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist ein zweites Gleis. Das habe ich da jetzt irgendwie verschwitzt, weil wir... kommt ja auch noch einer von hier drüben mit den Ziegeln und von da mit dem Asphalt. Also brauchen wir hier Konfiguration. Standardgleise mit Oberleitung und begrenzter Geschwindigkeit. So, nicht Gütergebäude, sondern Plattform, Güterplattform.
Gute Gebäude können wir... Oh. Naja, so könnten wir das machen, theoretisch, aber... Das ist so richtig rum? Jo, könnte gut sein. Aber warum brauchen wir das eigentlich? Ah, mit Straßenzugang, falls du den halt quasi wirklich... Kleines Hauptgebäude, kleines Nebengebäude. Komm, machen wir den nochmal so, weil das schaut cool aus. Das schaut cool aus und hat jetzt auch nicht viel gekostet. Wie viel hat das gekostet? 5000. Passt schon. Let's go. So, und die Mark brauchen da jetzt auch nicht großartig hier so einen Gleiswechsel. Weil wie kurz könnte ich den Gleiswechsel machen? Eigentlich so und so, oder? Ja gut, dann müsste ich den noch ein bisschen länger machen, aber das macht man nicht. Wenn das so ist, wie ich mir das gerade denke. Nämlich so auf die Art. Jetzt kann ich den hier schön so rüberführen. Schön 80 km/h, 80, 90. Und mit 80 können wir den Baum sogar noch behalten. Gut, und ich hoffe mal, jetzt können wir das machen. Ja! Sehr gut, der kann dann auch, der muss nicht 80 unbedingt sein. Jo, ist gut. Hä? Also entweder die Straße hat einen Hochkupf oder einen Runterkupf, aber geradeaus durch geht nicht, hä? Warum nicht? Sollte doch klappen, oder? So. Und jetzt hier rüber. Ja. Jetzt darf ich nur schauen, dass das hier nicht zu beschissen ausschaut. So, machen wir. Jetzt ebnen wir hier so ein bisschen an. Und hier ebnen wir... Hä, warum... Hier geht's erst nach oben und dann nach unten, hä? Ja, so ist auch viel intelligenter. Da muss es nicht so starke Steigungsunterschiede geben. Warum auch immer der das gerade standardmäßig blöd gemacht hat. Hier immer noch. Hier geht's immer noch so stark nach unten. Bevor es nach oben geht. Hä? Ja, der ist doch 100-mal intelligenter und nicht diese coole erst machen. Hä? Keine Ahnung. So, das wird jetzt hier interessant. Dafür sind wir schön hoch für eine Brücke. So, wir starten auf dem. Schön 69, sehr schön, oder hier hinten 69, damit wir es noch ein bisschen schneller machen können. So, da. Wie läuft unsere Asphaltlinie eigentlich? Die ist ja auch schon im... Fahr dir eh hoffentlich alle mit Ladung los. Okay, du fährst mit 3 los. Du mit 8, du mit 5, du mit 3...
Okay, ein paar. Okay, aber sagen umdrehen bitte. Ist es, glaube ich, auch nicht so intelligent. Wobei, Moment. Okay, ich lasse jetzt einfach mal laden. Die erste Ladung wird halt ein bisschen strange. Oder nicht so viel, aber die Eisenbahn steht eh noch nicht. Also von daher macht es auch nicht so viel. So, wir schauen, dass wir möglichst hier gleich bei der Straße rumkommen. Jo. Gut. Hier ist ein bisschen terrain-technisch nicht so geil. Dafür ist die Eisenbahn möglichst gerade. So, was passiert, wenn wir jetzt die verbinden? Das schaut sicher ganz furchtbar aus. Es ist zwar sehr ein schiffbar, aber das hier ist natürlich... Schaut eher aus wie ein Viadukt als... nicht Viadukt hier. Doch, Viadukt, oder? Okay, ich glaube, ich werde hier nochmal ein bisschen das Gleis... Okay, ich glaube, ich muss dafür sogar erstmal das Terrain anpassen. Okay, Stärke passt, glaube ich, schon so. Aber hier groß muss es. Hier ein bisschen mehr einen Hügel machen. Okay, vielleicht sogar ein bisschen zu viel Hügel, aber hey. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wäre mit LKWs wahrscheinlich deutlich angenehmer vom Budget her gewesen. Und nicht, dass wir quasi Millionen verpulvern. Aber hey. So. So, dann jetzt schauen wir, ob wir das jetzt nicht vernünftig verbinden können. Das ist so sogar nicht schiffbar. Sondern müssen wir nochmal ein bisschen anheben, okay. Aber das schaut schon deutlich angenehmer aus. So, da. Das schaut doch ganz nice aus. So, und jetzt brauchen wir 3 Zuglinien. Wo bauen wir das Depot hin, ist die Frage. Wäre sinnvoll, wäre es natürlich hier. Wo es zu beiden natürlich vernünftig hinkommt. Und zwar so und dann mit hier so einem Gleisdreieck. Oder so daneben und dann hier mit... Doch, hier so daneben ist sehr sinnvoll. Hat das gerade sogar eingesnappt? Ich dachte, es hat gerade so daneben eingesnappt. So, ist jetzt weiter hinten oder weiter vorne sinnvoll? Weiter... So mittig eigentlich wäre sinnvoll, oder? Ja gut, machen wir es halt hinten. Weil so mittig, das schaut dann auch irgendwie kacke aus. So, das hier ist jetzt... Das hier ist der kleinste Streich. Aber zuerst lassen wir es ein Stückchen geradeaus laufen. Noch ein Stückchen mehr gerade. Jo. Passt so.
Und jetzt... Kollision ist nicht so schön. Das ist, weil die Weiche hier so lang gezogen ist. Ich hoffe, ich kann die mal... Ich kann die so ein bisschen kürzer machen. Ja, ich könnte die so machen. Ich könnte das so machen. So und dann gerade und dann hier rüber. Das ist, glaube ich, nicht so tragisch. Dafür kann ich das hier einigermaßen vernünftig machen. Jo. Easy going. Jetzt hier nochmal ein bisschen mit dem Terrain-Tool. Vernünftig ebnen alles. Und let's go. Jetzt sollte jeder dorthin kommen, wo er hin will. So, da, ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal... Oh, ho, ho, ho. Elektrisch. 120. Okay. Sorry, dass ich die letzten 30 Minuten eures Lebens gewastet habe. Ja. Es gibt hier nur Tankwagen. Das bedeutet, wir müssen den Rest mit LKWs machen. Das heißt, wir haben so viel Minus dadurch gemacht, dass ich sogar... den Spielstand von Anfang der Folge laden werde. Weil es einfach das Sinnvollste ist. Ach, shit. Ja, selbst hier das... Aber ich lasse es jetzt trotzdem drin, weil das war ein Fail-Moment. Sowas hatten wir noch nicht in dem Spiel. Ich mache die ganze Bahninfrastruktur und wir haben nicht mal Wagen dafür. Lass deine Leute erst einige Probefahrten unternehmen. Was? Bevor du... Sorge dafür, nein, dass der Straßenbau zügig... Halt's Maul. Nun, da du bereits mehrere Streckenkonzessionen ergattern konntest, lohnt es sich, jeder einzelnen Linie eine unverwechselbare Prägung zu verleihen. Was, lackiere die Busse in verschiedenen Farben? Das habe ich jetzt doch gerade gemacht, oder? Hurra! Viele bunte Busse kurven munter durch den mittleren Westen und keiner weiß, dass sie alle zu ein und derselben Gesellschaft gehören. Das war werbetechnisch wohl nicht so schlau. So, alles cool, wie schön. Deine sehr gut, danke. Okay, jetzt machen wir dasselbe nochmal mit nicht dumm sein. Ja gut, wir müssen die Straße jetzt hier nochmal ziehen, aber es geht trotzdem halt viel schneller, als das ganze Bahngleis abzureißen. So, und jetzt verbessern wir das alles auf diese normale Straße. So. Das schaut jetzt nicht so prickelnd aus. Das ändern wir kurz. Ah, das mit den Bahnschienen ärgert mich jetzt gerade wirklich. Das ist jetzt, finde ich, wirklich gerade so dieser Moment. Ah!
So. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Linie 1, das hier ist Asphalteur 1 oder Erklär. Und das andere ist der Asphalteur dann nach, wie heißt das andere nochmal, Rochester. So. Asphalteur Rochester. So. So, wie fährt der am intelligentesten? Eigentlich durch die Stadt. Und dann hier rüber. Und hier geradeaus weiter. Und da bauen wir hier einfach die Straße fertig. Bis hier drüben. Und machen hier auch nochmal ein LKW-Station, genau. LKW-Station, nicht das andere. Kann ich es eigentlich theoretisch... Oh ja, so ist natürlich nice, falls wir aus der anderen Richtung aus auch was brauchen. Brauchen wir ja sogar, weil die Ziegel müssen ja auch irgendwo... Die müssen ja dann daher kommen. Und da bauen wir hier eine Straße durch. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Mhm. So, ich liebe Amiland, da ist alles einigermaßen flach. So, da. Dann brauchen wir hier auch noch die LKW-Station. Es geht deutlich schneller als mit dem Zug, aber es ist halt auch nicht so geil. Leider. So, hier bauen wir dann... So, jetzt machen wir folgendermaßen. Weil wir können ja dann... Zwei macht das folgendermaßen. Es wirkt vielleicht jetzt gerade ein bisschen strange, was ich hier mache, aber hear me out. Wir können ja hier konfigurieren... Stationseinfahrt und Ausfahrt. Ah ne, Straßenanschluss wollte ich. Und zwar, es ist jetzt natürlich viel sinnvoller, wenn wir das auf beiden Seiten jetzt so anschließen. Also die mache ich dann natürlich jetzt schon mal ein bisschen länger. Schaut jetzt gar nicht so schlecht aus, sage ich jetzt mal. Ich kann das hier halt nicht zu was anderem umfunktionieren. Ich könnte mir maximal das hier auf die geile Straße umfunktionieren. Aber, ja, wozu? Und der fährt dann hier durch. Wobei, ich glaube, es wäre intelligenter, wenn der einmal hier so außen rum fährt. So ähnlich wie die, wie wir die Bahn vorhin gerade hatten. Von der Strecke her. Und jetzt hier einmal rüber. So, schließe ich schon mal so an. Ja, das Problem ist, Brücke ist ganz okay, voll. So, aber wir brauchen bei der Brücke so ein bisschen mehr Geradlinigkeit. Beziehungsweise nicht so weit auseinander. Damit, wenn ich das jetzt mache, dass die Brücke nicht auf einer Seite unfassbar krass steil ist. Brauchen wir sogar noch ein bisschen mehr. So ist nämlich noch schiffbar.
Die Brücke schaut jetzt nicht ewig krass kacke aus. So, sehr gut. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Es ist deutlich angenehmer fürs Budget. So, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir das, was wir vorhin richtig kacke hatten, jetzt sind besser. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier in La Crosse auch ein extra Straßenfahrzeugdepot, allein damit das jetzt hier alles ein bisschen besser geht. Und zwar so. Straßenfahrzeugdepot schön hier. Hier so. Dran. So, jetzt brauchen wir noch die Linien. Und zwar einmal der Steiner und einmal der Zieg. Achso, Moment, und die Ziegel müssen von da ja dann auch hier rüberkommen. Und da über den Weg zu fahren, wobei ist gar nicht so ewig schlecht. Besser wäre hier eine Brücke allerdings noch. Besser wäre da noch eine Brücke. Dann machen wir das. Aber wir brauchen jetzt einmal den Steiner für wie heißt das jetzt hier nochmal? Einmal für das ist Minneapolis. Ah, dann ist das gar nicht Worcester. Sondern Minneapolis. Und das andere, also das eine ist der Steiner. Dammit! Steiner Minneapolis. Und der andere ist der Steiner Eau Claire. Die machen wir. Achso, ne, Stein ist dann halt. Stein ist halt braun, okay. So, und jetzt haben wir beides mit beides beliefert. Achso, und dann brauchen wir dann noch hier Stein zu Ziegel. Ziegel, also. Und der Ziegler ist dann so rot, wie Ziegel halt sind. Oder so rot, wie halt Ziegel sind. Keine Ahnung. So, da jetzt brauchen wir nur noch die Linien und die werde ich heute noch machen. Ich weiß, ich habe verkackt, von daher werde ich jetzt einfach ein bisschen länger machen. So, Asphalt an die Straßenmeisterei von hier. Von Claire. Und einmal Asphalt an die Straßenmeisterei des Minneapolis. Dann einmal die Ziegel. Achso, und hier haben wir noch keine LKW-Station. So. Die Ziegel einmal von hier, wo sie dann verarbeitet werden, und dann einmal die Steine, die Ziegelsteine von hier nach Eau Claire. Achso, aber da werden wir noch machen. Und einmal hier die Steine von da nach Minneapolis, das ist schnell gemacht. Dann würde ich sagen, kommt hier noch eine Brücke rüber und die dann hier so irgendwie reinführen wird. Oder wir machen hier so eine Gigakreuzung. Wir machen hier so eine gigantische Kreuzung einfach. Wir machen einen Kreisverkehr mit 5 Ausfahrten. Das wäre, glaube ich, intelligent. Das wäre echt, glaube ich, ganz nice. Aber das würde ich sagen, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ja, heute der größte Fail bisher, aber hey. Ich würde sagen, weiter geht's. Beim nächsten Mal bei Let's Play Transport Fever 2 und bis dahin sage ich Tschüss, Leute!